Hallo und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir sind immer noch auf dem Weg, um da unten... Ja, wozu waren wir denn auf dem Weg? Wir wollten noch... Ach ja, genau, hier. Die Eskorte. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Eskorte. Und... Alter, was war das in der letzten Folge denn so heavy für ein Tier? Was war das? Alter Schwede. Müssen hier jemanden helfen zu eskortieren. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Kann ich hier runterspringen? Okay. Das sieht gut aus. Den Wegpunkt mache ich mal weg, weil wir es ja eh sehen. Weil sonst nervt er mich wieder. Ich finde auch... Was? Ich finde auch, dass das hier einen viel, viel besseren Eindruck macht als die Vorgänger Far Cry, weil es viel lebendiger wird mit den Tieren, dass es so viele Tiere auch sind. Oh, da hinten laufen welche. Da laufen Ureinwohner. Ureinwohner. Das... Tötet Angreifer und rette die Gefangenen, wenn ja. Mhm. So, Venja helfen Eskorte. Der Regen hat Hütten überflutet. Dein Volk muss höhere Gelände erreichen. Eskortiere sie zu... Was? Was hat er denn? Eskortiere sie zu ihrem Ziel und verteidige sie. Befreie Venjas schließen sich deinem Dorf an. Ja, machen wir mal. Erreiche die Gruppe Venjas und sprich mit ihnen. Da hinten, okay. Das sind wahrscheinlich so Nebenquests, die man annehmen kann. Und hier ist noch eine blaue Blüte. Die nehme ich mit, natürlich. So, blaues Blatt. Ja, nehmen wir mit. Ein blaues Blatt. Maulbeerblatt. Willst du ein Kaugummi? Welcher Geschmack? Maulbeerblatt. Ich hasse Maulbeerblatt. Na, wer kennt es noch? Woher ist der Spruch? Oder mach Platz, jetzt kommt der Landvogt. Flüstergrotte. So, wir müssen die jetzt beschützen anscheinend. Die haben ihr Dorf verloren durch die Überflutung. So, wir müssen mit ihr sprechen. Eskortiere die Gruppe zu ihrem Ziel. Mhm. Kriegen wir hin. Ich werde mal den Speer ausprobieren diesmal. Und nicht die Keule. Ob man den Speer später auch anzünden kann. Bin ich sehr gespannt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wo ist der andere? Da war doch noch ein anderer, oder? Stich, Stich, Stich. So. Entschuldigung, musste sein. Darf ich die noch eben plündern, oder? Wo ist der andere? Da war doch noch ein... Was? Ah, hier. Rotblatt nehmen wir noch unterwegs mit, wenn wir schon einmal dabei sind. Ach, guck mal an, nein. Survival! Survival! Da ging er schnell. So. Da sind schon wieder welche. Hier wird gekämpft! Aber mit Hahnwander. Huch. Wo ist der denn hingeflogen? Hier wird gekämpft. Mit harten Bandagen. Wir sind im Dschungel. Ich probiere jetzt trotzdem mal die Keule wieder aus. Ich stell noch mal eine her. Und von dem Dings stelle ich auch mal noch mal einen her. So. Der Speer ist schon ganz geil. Mal gucken, ob die Keule jetzt ein bisschen mehr was bringt. Hier nehmen wir noch mal ein bisschen Holz mit. Wenn wir dabei sind, ne?
Was? Wo? Da hinten. Ja. Du kriegst einen auf Deckel. Ja, so, Entschuldigung, erstmal auf die Rübe. Und ich glaube, die Keule ist nicht so gut wie der Speer. Ich nehme nochmal den Speer, der war irgendwie besser. Huch. Der Speer ist wirklich gut. Der Speer ist wesentlich besser als wie... Huch, hallo? Der Speer ist wesentlich besser wie, wesentlich besser wie die Keule. Weil die Keule, da muss man echt mega lange drauf rumprügeln, bis die umfallen. Oder bis sie mal zu Boden gehen. Naja. Ah, wie schön das doch hier einfach ist. Also wie hübsch, muss ich sagen. Noch mal ein bisschen Schilf mitnehmen. Ein bisschen Grünblatt mitnehmen. Erfolg! Huch! Die habe ich jetzt erstmal gesehen. Hey, wir haben sie erfolgreich eskortiert. Wie geil ist das denn? Sie werden sich unseren... Und ein Fähigkeitenpunkt. Sie werden sich unseren Dorf wahrscheinlich dann an... Ja, vergessene Lichtung. Yeah! Wir haben es! Ja, 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 ja! Ja! So geil. Platzieren. 4 Venya wurden im Dorf hinzugefügt. Ah, okay, cool. Geistertotem. Was bedeutet denn das alles? Ich bin mal gespannt, ob man das noch erklärt. Huch, hallo. Hier ist eine Tasche, die wir looten können. Wo man ja auch einfach gemein sein kann, das Dorf anzünden. Aber sowas macht man ja nicht, ne? So, warte mal. Ich fühle mich hier manchmal echt wie Turok Dinosaurier Hunter. Das kann man bestimmt anzünden hier. Ist ja Wahnsinn. Hallo. Hübsches Geweih hast du. Würde auch zu Weihnachten passen. Da hinten ist auch noch was. Gehen wir mal da hinten schauen in dem... Ja, aber ist das denn jetzt unser... Unser Dorf ist ja in der Höhle anscheinend. Ne? Wir sollten ja Bescheid sagen den anderen Venyas, dass wir in der Höhle Schutz haben. Okay, hier werden wahrscheinlich Tiere. Oder ist es... Oder ist es vielleicht... Oh, ist es vielleicht ein Schlafplatz, wo andere zugucken können? Man weiß es nicht. Klettern? Wo soll ich denn hier klettern? Ah, hier, okay. Kann ja aufs Dach klettern. So, Ziegenfell haben wir hier. Hier haben wir nochmal Ziegenfell. Nehme ich alles mit. Können wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Ich gehe mal ins Fertigkeitenmenü, denn wir haben wieder einen weiteren Fähigkeitenpunkt, den wir ausbauen können. Ich würde gerne wissen, was man hier noch ausbauen kann. Häuten. Finde beim Häuten... Was haben wir hier jetzt noch? Halt 3 gedrückt, okay. Das haben wir. Ich glaube, ich mache das trotzdem mal hier mit der Minikarte, damit wir hier unten weiterkommen mit Finde bei gehäuteten Tieren oder bei den meisten Tieren plus 2 Fleisch. Machen wir das mal. Dass wir erstmal dieses Pflanzenentdecken machen. Ich hoffe. Ah, ich habe sogar noch einen Punkt. Ach, guck mal einen an. Ja, dann machen wir das hier oben auch. So. Jetzt wollte ich noch mal gucken hier, wegen der Beutetasche. Wir haben so viel Rohstoffe immer in den Taschen, dass es meistens immer voll ist, aber jetzt geht's eigentlich, jetzt teilt sich das aus. Okay, die Knochen sind natürlich, Fleisch haben wir genug. Ja, gut, also wir sind echt gut ausgerüstet eigentlich. Okay, ein bisschen seltenes Schilf, aber seltenes Schilf finden wir auch selten, deswegen heißt es ja auch seltenes Schilf. Naja, gut. So, ich schaue auf die Karte, wo wir als nächstes mal hingehen. Da unten haben wir wieder eine Eskorte. Wenn ihr helfen... Ah, ne, Bestie töten. Leicht. Okay. Da haben wir wieder eine Deja-Hand oder Deja-Hand. Da ist Mission, würde ich behaupten. Hauptstory. Und hier haben wir wieder ein Leuchtfeuer. Ich würde sagen, wir machen diesmal, gehen wir mal direkt jetzt einfach mal zur Mission und machen mal eine Mission weiter.
Und wir können währenddessen dann immer noch so zwischendurch ein bisschen erforschen, erkunden. Das ist schon wesentlich mehr jetzt, ne? Das macht schon ordentlich was her. So, also, weiter geht's. Wir gehen Richtung Mission da oben. Okay. Naja. So, Mats, was? Was? Was denn? Wo? Wer? Was? Okay. Hab keine Zeit. Ciao. Macht's gut, meine Freunde. War nett mit euch. Ich muss weiter. Dakata muss weiterziehen. Dakata. Daka. Uah. Ich glaube, das war ein Wolf. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Deswegen werde ich mal hier ein bisschen... Boah, sieht das, Alter. Ist das hübsch. Ist das hübsch. Entschuldigung, wenn ich das immer wieder sagen muss, aber... Es ist verdammt hübsch, das Spiel, muss ich sagen. Es macht echt einen sehr, sehr schönen Eindruck. Auch, wie gesagt, diesen ganzen Überlebensinstinkt und so. Und dieses... Das, Alter Schwede. Ob man da auch nochmal in die Schneeberge irgendwie kommt, irgendwann mal? Würde mich ja mal brennend interessieren. So. Wow, was ist das denn? Warte mal. Oh, oh. Ciao. Wow, was? Wow, was? 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 Es, was? Wow, au, 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 au. Ob das so eine gute Idee war? Ob das, wow. Ob das, wow. Alter, ob das so eine, wow. Ob das so eine gute, ob das wirklich so eine gute Idee war? Ich glaube, wir haben es erlegt. Was auch immer es war. Ich schau mal eben, dass ich ein paar Pfeile wieder herstelle. So. Keule haben wir noch genug. Und wir haben auch den halben Wald in Mitleidenschaft gezogen mit unseren Brandpfeilen. Das natürlich, ja, wenn man wirklich jemanden anzündet, so ein Tier oder so, und es läuft durch den Wald, ist natürlich, au, 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 au. Ist natürlich dann mies. Okay, jetzt mussten wir uns heilen, das haben wir natürlich auch direkt gemerkt. Ich will gerne an das Tier kommen, aber muss ich erstmal einen großen Bogen, weil das Feuer breitet sich so dermaßen geradeaus. Ich glaube, jetzt können wir hier... Was ist denn das? Hallo? Kann ich das erhäuten? Walnashorn stand da. Ach, Wollnashorn. Krass. Kann ich mir nehmen, Paffel voll. Toll. Boah, das war auch hier die Bäume und so. War ich nicht, ciao. Hab ich nicht gemacht. Was, sogar da unten brennt der Baum. Boah, ist das fies. Das ist so mies. Wir müssen ja eh in die Richtung. Wenn ja helfen, Verteidigung schützen, wenn ja vor Angreifern, wo denn? Ach, da und da. Wir müssen eben die Richtung, also können wir auf dem Weg eigentlich auch beschütze die Venya. Ich bleib mal so ein bisschen in Deckung. Aber wir müssen die jetzt beschützen. Es wird, ich glaube, es wird, kann es sein, dass es Nacht wird? Nö. Warum dämmert es denn gerade? Was? Wo? Ich sehe überhaupt nichts. Wo denn? Ach, da. Survival. So, geh sterben. Oh, wie gut, dass ich auch nichts sehe. Geh sterben. Ich hoffe, ihr seht mehr wie ich. Kopfschuss natürlich, vor allen Dingen. Ich werde die Keule jetzt mal anzünden. Warte mal, dann seht ihr was. So.
Wir müssen auf jeden Fall das Dorf hier beschützen als Nebenquest. Kommen die wieder von da oben? Survivor! Aua, aua! Ich hau dir was mit dem... Alter, ich hau... Huch, das ist ja unsere. Ja! So. Das sieht doch schon mal super aus. Wenn ich schon einmal dabei bin, kann ich auch hier... Das geht hier richtig zur Sache, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das geht hier so zur Sache, dass ich manchmal gar nicht mitkriege, wo hier was abgeht. Alter Schwede. Was? Wo? Wer? So, erstmal heilen. Und wir haben es. Sehr schön. Huch. Gerade ein bisschen gebrannt. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Sehr nice. 13 Bevölkerung. Uhu. Geil. Jawohl, Vara-Klippen. Ort entdeckt. Yay! Freu dich mal. Yay! Ich freue mich, dass wir das unterwegs machen konnten. Sehr schön. Es ist auch direkt Nacht geworden, dass das Ganze natürlich noch interessanter macht, weil man nachts nämlich ja so gut wie gar nicht sieht, wie ihr gerade festgestellt habt. Naja. Wir ziehen mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier... Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt hier richtig laufe. Ein bisschen Schilf mit, ein bisschen Schiefer mitnehmen, wenn wir schon einmal dabei sind. Wie mies das aber auch ist, nicht zu wissen, ob man hier Gefahren ausgesetzt ist, obwohl eigentlich klar, wir sind ja hier, wir können ja überall Gefahren lauern. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier eigentlich richtig laufen. Ich laufe einfach. Lauf einfach mal. Da sind Schweine. Hat das Schwein jetzt gerade gefurzt gehabt? Ach, guck mal, das sind so Nas. Was sind das doch nochmal hier? Na, sind das nicht Ameisenbären gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Die Keule geht auch so langsam zur Neige. Aber das finde ich sehr geil an dem Spiel, dass auch diese, dass man, wenn man die Keule anzündet, die auch zur Neige geht, dass man da auch sich dann eine neue bauen muss. Macht das Ganze ein bisschen innovativer. Und ein bisschen interessanter, vor allen Dingen auch mit, ja. Dass man nicht unendlich Waffen hat, sondern dass man wirklich auch sammeln muss. So, das scheint hier oben rauf zu sein, glaube ich. Kommt man hier lang oder muss ich... Ich glaube... Nee, ich glaube, ich gehe mal hier lang. Oh mein Gott. Meh. Ja, ja, lauf du mal weg. Oh, da sind Wölfe. Da sind Wölfe, fuck. Mist, da sind Wölfe, ich bleib mal in Deckung. Ich bleib mal ganz still in Deckung. Ich will mich aus dem Kampf raushalten. Aber die kommen bestimmt zu mir. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Aua. Ich werde so sterben. Ich werde die Keule anzünden. Zünd die scheiß Keule an. Die haben nämlich Angst vor Feuer. Haben wir ja gelernt. Wölfe haben Angst vor Feuer. Du kleiner Drecksack, Alter. Greift er mich von hinten an, ey. Die Mistratte. Greift die Mistratte mich von hinten an. Guck sie dir an. Was ist das denn am Leuchten?
Ach, guck mal, Glühwürmchen, wie geil. Aua, 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 ich wollte es nicht entzünden. Entschuldigung. Ich wollte es nicht. Verdammt, jetzt komme ich an diese Blume nicht dran. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht einfach weg, lass mich in Ruhe. So, gehen wir mal hier rauf. Ich hoffe mal, dass ich richtig gehe. Ich habe zwar da unten wieder einen Buschbrand gelegt, aber naja, gut. Huch, glaube ich. Ja, ich laufe richtig, glaube ich zumindest. Alter Schwede, wie geil. Boah, da geht, glaube ich, gerade die Sonne auf. Das will ich mir mal angucken. Ich glaube, wir kriegen nämlich... Alter. Boah, ist das geil, das ist geil. Entschuldigt bitte, dass ich das sagen muss, aber... Das ist mal... Was? Geh sterben. Ich will auch nur die Aussicht genießen. Hier kann man doch nur mal zur Ruhe die Aussicht genießen. Das ist doch... Aua, aua. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Letzte Keule, okay. So, da haben wir wenigstens ein bisschen... Boah, geil. Survival. Ich mag das Spiel, es ist sehr cool. Was heißt denn jetzt letzte Keule? Haben wir nichts mehr zu essen, oder was? Warte mal, Keulen haben wir doch noch. Oder meinte er vielleicht, dass wir... Ne, wir haben Fleisch, haben wir noch genug da. Was meinte der denn mit letzte Keule? Hm, naja. Kann man die Keule eigentlich auch schmeißen? Oh, okay. Huch, wollte ich nicht. Entschuldigung. Was, Steinfinger? Ich habe gerade einen Ort entdeckt, der heißt Steinfinger. Ach, wahrscheinlich hier. Ist ja interessant. Aber dann können wir ja nochmal eine Keule eben erstellen. Aber dann wissen wir, das geht also auch. Man kann also auch Keulen... Boah. Entschuldigung. Man kann an so Keulen auch werfen. Ist interessant. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge, ja, schaffen wir es dann auch endlich mal, denke ich mal, zu, warum ist das jetzt hier unten? Ja, da zur Mission zu gehen und, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Far Cry Primal und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut, ciao!